So, wir kommen jetzt zum zweiten Teil unserer Reihe Klammern auflösen. Jetzt haben wir etwas schwierigere Klammern. Wir haben nämlich hier jetzt zwei Klammern. Das Prinzip dieser Klammern aufzulösen ist aber dieselbe, wie wenn man nur eine Klammer hat und davor nur eine Zahl hat. Wir gucken uns das mal jetzt an. Wir werden als erstes den ersten Teil der ersten Klammer mal den ersten Teil der zweiten Klammer nehmen. Das sind also 3a mal 2a, 3 mal 2 sind 6 und a mal a ist a Quadrat. Dann werden wir den ersten Teil der ersten Klammer mal den zweiten Teil der zweiten Klammer nehmen, und zwar 3a mal 3b. Und da hier ein Plus vor dem 3b steht, kommt auch hier ein Plus. Und 3a mal 3b, 3 mal 3 ist 9 und a mal b ist ab. Dann hatten wir jetzt diesen Teil hier abgehandelt. Wir kommen jetzt zu diesem Teil der ersten Klammer. Und zwar nehmen wir das mal dem ersten Teil der zweiten Klammer. 4b mal 2a sind plus 8ab. Man hätte auch ba schreiben können, die Reihenfolge der Buchstaben ist egal. Also 8ab ist das gleiche wie 8ba. Und dann nehmen wir noch den zweiten Teil der ersten Klammer mal den zweiten Teil der zweiten Klammer. Also 4b mal 3b. Da hier ein Plus vor der 3b steht, kommt auch hier ein Plus hin. 4b mal 3b, 4 mal 3 sind 12 und b mal b ist b Quadrat. So, wir sind jetzt noch nicht ganz fertig, denn hier haben wir zwei Zahlen, die die gleiche Buchstabenfolge haben. Das heißt, die beiden können wir zusammenfassen. Und zwar sieht das dann so aus, dass wir die 6a Quadrat, die gibt es, also das a Quadrat gibt es nur einmal, und zwar hier vorne. Das übernehmen wir einfach. Das bleibt so, wie es also in der ersten Zeile war. Und dann können wir die beiden Zahlen, 9ab plus 8ab, können wir addieren. Das sind 17ab. Wir können also die Zahlen addieren, deren Buchstabenfolge exakt gleich ist. Und dann gucken wir uns mal das b-Quadrat an. Davon gibt es nur ein Stück. Das sind die 12b-Quadrat und die übernehmen wir und haben hier die Lösung jetzt ausgerechnet. Das ist also unsere Lösung. So, das war Aufgabe A. Und weil es so schön war, machen wir noch eine zweite Aufgabe, eine Aufgabe B. Nehmen wir mal an, diesmal haben wir 2x minus 3y mal 4x plus 5y. Also, wir berechnen erstmal den ersten Teil des ersten Terms. Das nehmen wir mal den ersten Teil des zweiten Terms. Hier zwischen ist ja ein Mal. Und heraus kommt 2x mal 4x. 2 mal 4 ist 8. Und x mal x ist x Quadrat. Dann nehmen wir das hier mal den zweiten Teil des zweiten Terms. Auch hier einmal. Und haben da 2x mal plus 5y. 2 mal 5 sind 10 plus 10. Und x mal y ist xy. Dann hätten wir das abgehandelt. Jetzt kommen wir zu diesem Term oder zu diesem Teil des Terms. Und das werden wir jetzt multiplizieren erstmal mit dem ersten Teil des zweiten Terms. 3y mal 4x. Allerdings spielt dieses dieses Minus hier spielt natürlich eine Rolle. Das betrachten wir als das Vorzeichen von der 3. Das sind also minus 3y. Minus 3y mal plus 4x minus 3 mal plus 4 ergibt minus 12. Moment. Nehmen wir mal blaue Farbe, damit wir das dann hinterher nachvollziehen können, was wir gerechnet haben. Das sind minus 12. Und y mal x sind xy. Und dann zum Schluss minus 3y mal plus 5y. Minus und plus ergibt wieder minus. 3 mal 5 sind 15.
Ich schreibe das mal hier drunter, weil ich da rechts keinen Platz mehr habe. Und y mal y ist y Quadrat. So, ich schreibe die ganze Zeile nochmal hier ordentlich auf. Herausgekommen ist also Folgendes. Das sind 8x Quadrat plus 10xy minus 12xy minus 15y Quadrat. Und auch hier können wir sehen, dass wir zwei Zahlen haben, die dieselben Buchstaben haben. Das ist also 10xy und minus 12xy. Die beiden Teile können wir zusammenfassen. 10xy minus 12xy. 10 minus 12. Es ist 10 Grad warm. Die Temperatur fällt um 12 Grad. Dann haben wir minus 2. Und die Buchstaben werden einfach mitgenommen. Das Ergebnis ist minus 2xy. Die 8x² vorne nehmen wir einfach mit. Und hinten minus 15y² ebenfalls. Und schon haben wir das Ergebnis und sind damit fertig.